Ja, die Bookfriends haben es tatsächlich geschafft, dass ich mich schon etwas vorzeitiger aus meiner Booktube-Pause zurückmelde. Es ist so einiges passiert, Leute. Zuallererst muss ich, glaube ich, einfach mal sagen, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe ja in meinem allerletzten Video gesagt, dass ich kurz ein Päuschen mache, weil mir irgendwie ja nichts mehr so Spaß gemacht hat und ich so ein bisschen Leseflaute hatte und so weiter. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich total im Lesefieber bin. Wer mir auf Instagram folgt, der sieht auch, was ich so aktuell lese. Und deswegen ist der Plan auf jeden Fall aufgegangen. Also meine Pause war in Ordnung und ich komme ab März wieder. Das war zumindest der grobe Plan. Aber dann haben die Book Friends Forever, die Anja und die Maike, die haben ein Video hochgeladen mit Buchkanalempfehlungen und haben dann auch mich daran erwähnt. Und ich habe das erstmal nur morgens irgendwie mir angeguckt, das Video, und habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und das waren einfach so liebe Worte. Wisst ihr, was das für ein schöner Tag ist, wenn ihr so einfach eh schon Scheißtag habt? Also meine letzten Tage, die waren überhaupt nicht supi. Und dann sieht man einfach, wie zwei nette Menschen, die man selber super gerne guckt, einfach so liebe Worte über einen sagen. Und man merkt einfach, okay, so viel falsch macht man ja anscheinend doch nicht mit seinem Kanal, weil jeder hat ja mal irgendwie Zweifel. Ist menschlich. Und dann auf einmal kam die Abonnentenwelle. Oh mein Gott, also die beiden haben es wirklich geschafft, mit eurer Hilfe, dass ich jetzt über 1000 Abonnenten habe. Und ich kann es irgendwie immer noch überhaupt nicht greifen. Ich weiß, das ist immer nur eine Zahl. Ich war auch mit meinen 900 noch was vorher sehr, sehr glücklich. Aber das ist schon so eine krasse Zahl, wenn man sich das vorstellt. Ich meine, das sagt irgendwie jeder. Aber also erstmal Hut ab, was für eine krasse Community die Bookfriends haben, dass die daraufhin auch einfach mal andere Leute abonnieren. Und ich freue mich einfach, dass ihr jetzt auch ein Teil meiner Community seid. Also wirklich, ich hoffe, ihr habt Spaß auf meinem Kanal, ihr habt Spaß mit meinen Videos. Ihr könnt bei mir super gerne kommentieren, wenn ihr Lust habt. Und ich bin immer noch einfach überwältigt. Also ich glaube, ich musste mich jetzt einfach hier hinsetzen und musste einfach mal wirklich von Herzen Danke an Anja und Maike sagen, einfach mal loslassen. Und wollte euch, alle, die jetzt neu sind, einfach mal herzlich willkommen heißen. Und natürlich auch noch Danke an die sagen, die schon so lange dabei sind. Also wir haben es echt geschafft. Wir sind so das war so der nächste kleine Meilenstein. Wow. Aber ich kann euch auf jeden Fall schon mal versprechen, dass es ab März auch wirklich weitergeht. Also für nächstes Wochenende das Video, das wird, glaube ich, ein bisschen lang. Denn ich habe ja gesagt, ich komme mit meinem Monatsrückblick wieder. Allerdings ist das ja für Januar und Februar gebündelt. Und ich habe so viel geguckt, Leute. Serien, Filme, en masse, und natürlich ist es dann auch die doppelte Anzahl an Bücher. Ihr wisst, ich lese nicht so die Mengen in einem Monat, aber wow, ich glaube, das wird ein echt langes Video. Da wird schon ein bisschen Angst davor. Aber auch so kommen noch super coole Videos, die ich mir schon so geplant habe. Die Ideen, die sprudeln, man kennt das ja. Manchmal ist man nach so einer kleinen Ruhezeit wieder so voller Elan da. Und deswegen freue ich mich, das mit euch auch zu teilen. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ja, dass wir eine schöne Zeit zusammen haben, ganz einfach. Und mehr wollte ich auch gar nicht. Ich wollte euch wirklich nur nochmal alle willkommen heißen, mich bei allen bedanken, die schon so lange dabei sind, und auch bei den Bookfriends bedanken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Macht's gut!